Der kleine Bock war die erste elektrische Eisenbahn in Tampere und tuckerte von 1909 bis 1957 durch die Straßen der Stadt. Heute steht der kleine Bock im Museum Vapriki in Tampere. In der Umgebung des heutigen Vergnügungsparks Särkänniemi befand sich früher das Holzlager der Stadt. Von da aus transportierte der kleine Bock Brennholz zum Fabrikgelände von Finlayson, das in den 2000er Jahren zu einem Kino-, Restaurant- und Bürozentrum umgebaut wurde. Auf der Rückfahrt wurden die Wagen vom kleinen Bock mit Asche beladen. Die Wagen fuhren nie leer. Der kleine Bock hatte zwei Nasen, konnte also in beide Richtungen fahren und man musste den Zug an der Endstation nicht wenden. Der kleine Bock wurde von der AEG-Fabrik aus Berlin nach Tampere geliefert. Sein Vorgänger war zu leicht, um das schwere Holz zu transportieren und musste zurückgeschickt werden. Der kleine Bock wurde mit 500 Volt Gleichstrom betrieben. Er hatte zwei Motoren, je 17 PS. Der kleine Bock war 4,3 Tonnen schwer, aber es wurden noch 1700 Bleiblöcke aufgelegt, damit er schwer genug war, um Holz zu transportieren. Der kleine Bock brauchte nicht nur einen Lokfahrer, sondern auch einen Bremser. Dazu gab es einen Sicherheitswärter, der sein kleines Bahnwärterhäuschen im Stadtteil Amuri hatte. In der Stadtmitte läutete der Bremser an Straßenecken mit einer Glocke zur Warnung anderer Straßenbenutzer. Es kam zu Unfällen zwischen dem kleinen Bock und Privatfahrzeugen, obwohl es zu der Zeit noch sehr wenige Autos auf den Straßen von Tampere gab. Manchmal kollidierte der kleine Bock auch mit Fußgängern, aber glücklicherweise kam es zu keinen schweren Verletzungen. Der kleine Bock durfte offiziell keine Passagiere mitnehmen, aber die Finlayson-Arbeiter sind ab und zu doch mitgefahren, sowie auch Schüler, die schneller zur Schule wollten und deshalb unbemerkt eingestiegen sind. Die Schienen vom kleinen Bock waren wirklich schmal, nur 600 mm. Heute gibt es die Schienen nicht mehr, denn nachdem der kleine Bock am 3.12.1957 seine letzte Fahrt gemacht hatte, wurden sie abgebaut.